Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam, dem Tabellendritten der ersten niederländischen Liga in Marbella, Andalusien, an der Costa del Sol. In der dritten Minute die erste dicke Möglichkeit für die Dortmunder. Nach Pass von Dahoud ist es Mario Götze, der zu lange zögert. Mario Götze, in der Bundesliga hat er bislang ein Tor geschossen. Trainer Favre ging mit 30 Spielern hier ins Trainingslager. In der 40. Minute die guten Niederländer mit der Chance durch Jürgensen. 4000 Fans hier im Estadio Municipal. Dann die 52. Minute und der Riesenbock von Innenverteidiger Sven van Beek. Und Maximilian Philipp sagt Danke. Das 1:0 in der 52. Minute. Maximilian Philipp mit dem dritten Tor hier im Trainingslager in Marbella. Zwei Tore hat er gegen Fortuna Düsseldorf gemacht. Dann die 70. Minute. Kein Abseits von Guerrero. Rafael Guerrero. Schönes Solo. Kein Tor in der Liga. Aber hier mit dem 2:0. Zwei Tore hat er auch gemacht in der Champions League gegen Monaco, Rafael Guerrero. Dann noch der Anschlusstreffer für die Niederländer, ein Eckball, der Kopfball von Van der Heijden und das 2:1 durch Neukoop, einem Verteidiger. Dortmund gewinnt beide Freundschaftsspiele in Marbella. Morgen geht's zurück nach Deutschland und am 19.01. geht's gegen Leipzig in der ersten Bundesliga.